Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spooky Life at War mit Fortnite Battle Royale. Ja, es ist wieder Live-Commentary. Ich habe ein bisschen Gefallen drin gefunden, denn die ganzen Emotionen sind viel besser da. Das einzige Problem ist, die PlayStation ist ziemlich laut und das nehme ich noch mit auf. Ich muss da irgendwie gucken, ob ich das irgendwie isoliere, den Geräuschpegel, weil ich kann das fast nicht rausfiltern im Nachhinein. Ist eben nicht mehr die jüngste, ist eben so. Aber ansonsten passt es eigentlich vom Sound her. Ich habe da auch noch ein bisschen in den Tagen rum experimentiert und ich glaube, der Ton wird immer besser. Wie gesagt, ich muss das Mikrofon ja neu einstellen und kalibrieren und machen. Und ja, jetzt so langsam ist es da, wo es hin soll. Und ja, das ist mein neuer Schirm, die Mary Poppins, denn ich habe ja eine Runde gewonnen mittlerweile. Jetzt fehlt nur noch eine Runde mit Live-Commentary gewinnen und dann ist das Ganze ja schon richtig nice. Wo gehen wir denn hin? Hier irgendwo. Da ist schon eine Waffe. Da will ich direkt hin, wo die Waffe ist. Da habe ich gar nicht geguckt, ob da jemand kommt. Anfängerfehler eigentlich. Da oben ist... Ah, ist abgehauen. Scheiße, den hätten wir eventuell kriegen können. Mehr sehe ich jetzt noch nicht. Muss aufpassen. Möchte den gerne. Wie sieht's aus? Zonentechnisch steht noch nichts da. Ich habe nur ein Sturmgewehr. Oh. Ja, gut, wir sind fast in der Zone. Da hinten ist noch eine schöne Truhe. Aber wo ist der Penner hin? Oben gelandet ist. Ja, ich kann jetzt hier nicht warten ewig. Ich muss auch was machen. Oh, da ist eine Falle irgendwo. Oder? Was war denn das für ein Geräusch? Klang nach einer Falle. Weiß aber nicht genau. Alle Geräusche kenne ich noch nicht. Jawohl. Da wollte ich schon mal rumbauen. Gar nicht gehört, ey. Vielleicht der Fernseher noch ein bisschen zu leise, weil die PlayStation höre ich durchs Headset. Lol. Die ist wieder laut. Oh, der hat uns gerade schon mal die Pumpgun mitgebracht. Ich glaube, der wollte die Truhe holen. Hat er nicht gerade günstig gestanden, muss man sagen. Wir sammeln mal noch ein paar Mats. Ansonsten haben wir hier ja auch haufenweise Truhen. Und wenn hier wirklich kein anderer ist. Wo war denn die eine Truhe? Die war da oben. Da hinten ist noch was Lilanes. Was haben wir denn dort? Oder? Habe ich mich da gerade... Ne, da ist wirklich was Lilanes. Oh. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe den überrascht. Hat er uns natürlich auch wehgetan. Hat zwei Schildtränke dabei. Wow. Jetzt müssten wir nur noch ein bisschen Heilung finden, dann stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Ich wusste nicht, dass der so nah dran ist. Sonst hätte ich die Pumpgun ausgewählt. Wo ist denn die Truhe? Da oben irgendwo. In den Containern ist die meist. Ein bisschen Material sammeln. Yes. Das Lilane war doch hier irgendwo, ne? Scheiße, ey. Kann man das hier auch wegmachen, ja. Hau weg. Wow. Wow, 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 wow. Vielleicht das Stick ist empfindlich bei mir. Ich da gerne drauf haue, da ist es doch. Warum kann ich hier nicht bauen? Manchmal. Diesen Game, ne? Komm. Ach man. Was ist denn dein Problem, Mann?
Hab ich Holz? Ja. Spring mal rein. Ich hoffe, das geht. Nee. Oh, danke. Oh, scheiße, ey. Ohne Witze. Jetzt kann ich hier auch wieder nicht bauen. Alter! Oder habe ich nur kein Holz mehr? Ich habe kein Holz mehr. Okay. Wollte gerade sagen, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Wieder eine Snipe. Okay. Das ist schon mal geil. Jetzt will ich noch da oben in die Truhe reingucken. Wo ist er? Da. Ah, hier kann ich wieder nicht. Ja, danke. Ja, das war auch so nicht gewollt. Oh Mann, ey. Jetzt auf diese Art noch erschossen werde, ne, dann kriege ich aber echt das Kotzen. Da höre ich auch noch eine Truhe irgendwo. Oder war das die? Jetzt kommen wir aber rein hier. Bitte, bitte, bitte irgendwas zum Heilen. Jawohl. Komm, gib mir die Muni. Jawohl, danke. So, wie lange haben wir noch Zeit? Immer noch 1 Minute 21. Das ist schön. Da oben ist noch ein Schildtrank, den wir als Reserve mitholen könnten. Wenn wir hinkommen. Oh. Boah. Ich glaube, ich scheiße auf den Schildtrank. Ist mir zu umständlich. Verarzten uns lieber mal. Ja, komm. Damit wir hier besser gestellt sind. Jetzt kurz das Inventar ordnen. Auch nur diese drei hier zu verstellen. So. Sniper als erstes, falls ein Fehlschuss kommt, direkt auf die Rifle wechseln kann und dann auf die Pumpgun, falls es in den Nahkampf geht. Das ist so meine typische Reihenfolge, wenn ich die Zeit dafür habe, das zu machen. Ah, ist noch eine Truhe. Komme ich von hier hoch? Oh, das war falsch. Ja, geht. Ah, da hätten wir noch eine Sniper. Oder ist das ein Sturmgewehr? Okay, Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Holen wir auch mal noch mit. Oh! Vergessen, dass die Scheiße hier kommt. Ist aber nicht schlimm, wir sind ja nicht weit weg. Ist das hier überhaupt eine Sniper? Ja, ich glaube schon, ne? Ist nicht das Sturmgewehr mit Zielfernrohr? Nee. Sieht anders aus. Das ist ja auch noch eine Kiste. Granatenwerfer, jetzt wird es langsam schwer, was ich mitholen soll. Ah, ich glaube, ich hole den Erste-Hilfe-Koffer schon mal. Damit wir auch volles Health haben. Volles Life. Nein, nicht die Granaten. Den Granatenwerfer wollte ich haben. Ja, danke. War ich das? Ich habe gerade hier so den LKW zum Denken gebracht habe. So, jetzt müssen wir ein bisschen laufen. Machen wir doch mal. Legen los. Sind wir gut ausgerüstet, meiner Meinung nach. Gut gelootet. War ja auch ein bisschen erkämpft. Aber zumindest mal die Position dort haben wir uns erkämpft, damit wir das looten konnten. Wir bräuchten aber auch noch ein bisschen auf dem Weg. Haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben es nicht so eilig, weil ich möchte auch nicht in die wartenden Kanonenläufe reinlaufen. Okay, krass. Rasen mähen kann ich anscheinend nicht hier. Oder? Nee. Unten ist eine Town. Eine Town ist gefährlich. Da ist auch eine Town. Und wir laufen zwischen zwei Town. Town, 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 Town. Ja. Was natürlich noch gefährlicher ist. Deswegen wechseln wir lieber mal auf eine Schusswaffe.
gucken wir uns doch mal an, ob wir da irgendjemanden sehen. Aber wir müssen ja eigentlich auch gleich weiter. Denn die Zone beginnt jetzt zu wandern. Jeden Moment. 10 Sekunden. 18 Sekunden, so. Vielleicht haben wir Glück und es läuft einer gerade vor uns los. Da muss ich ihn nur noch töten, was ja auch schon manchmal das Gefährliche ist. Da schieße ich vorbei und werde dann erschossen. War auch mir schon öfters mal passiert. Also man darf die Gefahr hier nie unterschätzen. Ist einfach so. Selbst mit gutem Loot, wenn die Glück haben, treffen sie direkt den Kopf und dann bist du eben auch recht schnell tot, selbst wenn du 100 Health hast und 100 Rüstung. Aber hier scheint niemand anderes rumzulaufen. Noch nicht. Die Zone kommt näher. Wir kommen näher. Im Safe-Bezirk. Wie groß ist sie dann noch? Oder oh, ist sie noch ein bisschen größer? Okay. Ich würde jetzt ungern live durch die Zone verlieren. Jetzt wo wir mal. Boah, da liegt noch was Lilanes drin. Ah, noch eine Sniper. Okay, brauchen wir aber nicht. Also, man könnte zwar zwei mitnehmen. Aus Gründen, wenn man einmal vorbeischießt oder den ersten auf ein Schild trifft, geht es glaube ich schneller auf die zweite Snipe zu wechseln und einen Schuss nachzusetzen als nachzuladen. Allerdings weiß ich auch nicht, ob wir so eine Semi-Automatik haben. So, jetzt sind wir wieder drin. Jetzt gehen wir doch hier hoch. Da oben ist sogar noch eine Truhe. Da war kaum jemand in dieser Gegend. Also wir haben glaube ich alles eliminiert, was bei uns im Bereich war. Wo ist denn die Truhe? Muss ja hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hier. Ja. Okay, noch ein Schildtrank. Hol ich nicht mit. Ich nicht weiß, gegen was ich den austauschen sollte. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen vorsichtiger so langsam spielen. Oh cool, die Zone ist auf unserer Seite. Zieht sich hier enger zu. Wir könnten rein theoretisch bauen. Oh, da hinten ist einer. Wow, warum geht das Ziel gerade so schwerfällig? Ja, es ist eine Semi-Automatic. Scheiße. Dass ich das nicht früher gewusst habe. Warum geht denn das Ziel so schwerfällig, Alter? Boah, mein Ziel funktioniert fast gar nicht, hä? Mal kurz hier hinsetzen. Warum? Habe ich da irgendwas verstellt oder was? Nee, eigentlich nicht. Fernrohrmultiplikator doch. Oh, habe ich den runtergezerrt? Das geht ja gar nicht. Okay. Ja, komm, mach zurück. Okay, jetzt geht's auch wieder. Ich dachte schon, könnte vielleicht sogar noch ein bisschen schneller sein. Aber das soll jetzt erstmal fürs Erste genügen. Ich sehe den Tübi nicht mehr. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber ich wegen diesem scheiß Fernkampfmultiplikator. Verdammt. Ja, da war ich jetzt zu beschäftigt damit. Mist. Ah, ärgerlich sowas. Aber das ist blöd. Ich weiß, ich war nicht in den Einstellungen drin. Da haben die irgendwas geändert. Ey, das gibt's ja nicht. Das war so lame. Ah, Mann, ey. Wer hat denn das gemacht? Das ist alles ein bisschen verstellt irgendwie. Multiplikator mal hier ein bisschen höher machen. Oh, mindestens so. Anwenden. Zielmultiplikator hin beim Zielen. Genau, beim Zielen ist ja auch 75. Machen wir beim Zielen mal auf 70, dass ich nicht zu verziehe. Ja, das passiert nämlich auch öfters mal. Ah, mal so. Machen wir noch eine Runde. Ärgerlich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Mal so eine coole Runde. Leute, ich habe jetzt ein paar Runden mal wieder erstmal die Settings eingestellt und hoffe, es passt jetzt so. Gucken wir nochmal, ja, es könnte so hinkommen. Ziel, Empfindlichkeit, alles okay, glaube ich mal. Das sehen wir dann erst, wenn es soweit ist. Aber jetzt können wir weitermachen. Die Runde 2. Oh, was ist denn das jetzt? Gerade einen Mörder-Lag gehabt, auch schon in der Lobby. Hoffentlich lässt das jetzt nach. Ich glaube, wir gehen hier hin.
müsste eigentlich das Containerlager sein, wo wir eben auch waren in der ersten Runde. Bin mir nicht sicher. Dieser Ecke kenne ich mich nicht ganz so aus, muss ich sagen. Ja, doch. Ja, ja, das ist das Containerlager. Okay. Oder wir gehen in Tomato Town runter. Ich glaube, wir versuchen es nochmal mit dem Containerlager. Das war ja eigentlich ganz cool. Probieren wir einfach mal unser Glück noch einmal. Dann haben wir diese Runde eine Containerrunde. Tolle Fracht. Ja, super. Punktlandung. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich hier runterkomme, ohne mir die Knochen zu brechen. Oh, wo ist er hin? Hinten. Direkt geduckt. Ah, scheiße. Kriegen wir so nicht. Oh, kein Fallschaden. Das ist natürlich nice. Ah, doch gerade. Wo ist denn der hin? War doch gerade da. Ist der da hinten durch? Runtergelaufen, ne? Kiste ist gelootet. Mann, oh Mann. Boah. Hat er Leck gehabt noch beim Draufholzen. Scheiß Pumpgun. Ne, das war auch ein Sturmgewehr. Gut. Dachte schon. Oh, ne. Noch jemand. Da unten drin ist er. Scheiße, ich kann hier nicht durchschießen. Schnell heilen, kommt bestimmt. Wo soll er jetzt hin? Ist da hoch? Oh Mann, noch schlechter schießen kann man ja wohl nicht. Ah, verdammt. Naja, das war eine kurze Runde. Sau schlecht geschossen. Aber ja, es ist jetzt eben auch wieder ein bisschen unterschiedlich mit den Zielen. Es ist jetzt ein bisschen anders und ja, da musste ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Ein bisschen einspielen. Das ist scheiße. Weil man hat ja einen gewissen, man weiß, wie weit man den Stick drücken muss. Und wie er reagiert, und das ist jetzt eben alles wieder ein bisschen anders. Und naja, dann machen wir, hängen wir eben einfach noch eine Runde dran. Jetzt wieder ein bisschen länger, und dann haben wir das. So, ich habe mal noch mal ein bisschen nach den Einstellungen geguckt, noch mal ein bisschen rumvariiert, und ja, hoffe, dass wir jetzt wieder ordentlich spielen können. Das wäre dann noch die letzte Runde für diese Folge. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert oder eher nicht. Und für die nächste Folge habe ich mal gedacht, machen wir mal Einheit und Duo oder so. Also zwei Runden eventuell. Eine Einheit, eine Duo oder vielleicht zwei Duo und mit Randoms. Und ja.
und, ne? Zwei Runden Duo und das nächste Mal vielleicht zwei Runden Einheit oder so. Irgendwas. Mal gucken. Wir gucken mal. Wir haben ja genug Zeit. Das macht ja soweit Spaß und können das ganze Jahr öfters machen. Können wir ein bisschen ausführlicher spielen. So, diesmal gehe ich hier runter. Hatte letztens mal den da. Da war nix. Da hatte ich nix. Da wurde ich erschossen, weil ich nur eine Maschinenpistole hatte. Ich könnte gerade kotzen, ne? Also Maschinenpistole, die. Schaden, da kann ich genauso viel mit der Spitzhacke machen. Oh, da oben. Na, komm doch. Wollte die Falle noch, wollte er aufbauen. Da oben ist noch jemand ohne Waffe gewesen. Das hat ja mit der Pumpgun kann ich nichts. Aber der hat jetzt wahrscheinlich die Schatzkiste da oben gelootet, ne? Der Drecksack. Das heißt, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ja, Schatzkiste höre ich noch. Wo sind die? Ja, hier irgendwo oben sein. Weiß aber nicht. Und jemand schießt nach uns. Bewegung bleiben beim Hacken. Oh, ich glaube, ich habe die Schatzkiste gesehen beim Runterfallen. Scheiße, ey. Falscher Platz ausgesucht. Ja, da ist er. Auf dem Regal. Immer noch nichts Besonderes. Aber wenigstens Schildtrank. Geil. Haben wir noch Blut? Boah, war das knapp, ey. Schneller. Keine Verbände, Mist. Granate wollte ich eigentlich gar nicht werfen. Das war alles, weil ich noch nicht mehr Loot so zusammen hatte, wie ich es eigentlich wollte. Oh, Sniper oder so. Boah. Medikit. Das Ding. Jetzt stehen wir jetzt wenigstens ein bisschen besser da. Zone? Okay. Voll drin. Scheiße, das sind keine Fenster. Mann, oh Mann.
Dann mal da oben hoch. Boah, schon wieder einer mit der Pumpgun, ey. Nein, voll die Pumpgun. Crouched, ey. So, jetzt bitte kein Sniper uns sehen. Jetzt stehen wir wieder nicht mehr so gut da. Gesundheitstechnisch. Okay. Pumpe ist nachgeladen. Super. Erstmal nachladen. Ist eine Kiste irgendwo oben drauf? Ist da sonst jemand noch irgendwas? Nee. Wo genau ist er? Ja, komm, wir gehen hier hoch. Verbände. Können wir noch looten? Denke ich mal. Oder war da schon jemand? Nee. Warte. Oder er hat die Falle einfach nicht mitgenommen. Kann auch sein. Scheiße, ich brauche unbedingt noch. Schildtrank. Ich möchte jetzt weiter looten. Ansonsten haben wir später eh keine Chance mehr. Wurden, oh! Wurden ja schon in einige Kämpfe verwickelt. Ah, verdammt. Oder auch das hier, Mann. So, jetzt kurz nochmal. Grüne Waffe weg, die blaue Waffe, die blaue machen wir hier hin. Grüne machen wir hier hin. Okay. Können wir weiter nach da gucken. Ich laufe aus der Zone raus, ich Idiot. Aber es ist egal. Hört mich gerade nicht so wirklich. Haben wir ja noch Zeit. Vielleicht können wir hier noch was looten. Nochmal wieder eine Pump dann, die lassen wir aber jetzt liegen. Oder wir holen sie noch mit. Komm, schreib drauf. Können sie die Mini mit sie holen? Ja, zwei. Hier ist das doppelt gemoppelt hält besser. Zwei Pumpguns sind besser als eine. Ich hätte eigentlich gerne noch einen Schildtrank. Grünes Rifle interessiert mich nicht, aber die Muni. Oh Mann. Hör doch mal auf rumzubellen, ey. Ich höre das durchs Headset, das ist so unglaublich. Fingerrutsch vom Stick. Verdammt. Das ist auch nichts. Okay, wie lange haben wir noch Zeit? 39 Sekunden. Also müssen wir jetzt doch gucken, dass wir so langsam wieder in die Zone kommen. Oder fängt die dann an zu laufen? Nee, ne? Nee, Quatsch. Doch, ja, die fängt dann an zu laufen. Richtig. Das ist ja das Problem. Scheiße. Hätte gern noch einen Schildtrank gefunden. Ist aber nicht. Gefallen machen sie uns nicht. Haben wir noch einen bekommen. Jetzt sind wir quasi wieder dort, wo wir losgelaufen sind. Aber warum nicht? Ja,
Ja, der Killer kommt immer wieder an den Schauplatz des Verbrechens zurück, um sich zu überzeugen, ob alles okay ist, ob jeder auch davon weiß und ob andere sich da eingenistet haben oder so. Das weiß ich. Da wären wir. Unten haben wir den erledigt, da müssten noch das Zeug liegen, wenn das jetzt keiner gelootet hat. Ja, da liegt's noch. Okay. Vielleicht gar kein schlechter Ausgangspunkt. Da unten drin ist ja bestimmt noch jemand, ne? Das war ja bestimmt nicht alles. Da hat es ja noch geballert, als wir rausgegangen sind. Da ich momentan niemanden sehe, ne? Ist eigentlich ganz okay hier da unten. Ist mir jetzt egal, ich muss jetzt gucken, ob wir hier irgendwas haben. Grüne Reifen brauchen wir nicht. Holen wir den Granatenwerfer mal mit. Na, dann hinten den durchsuche ich nicht mehr. Ah, jetzt habe ich die grüne Reifen ja doch noch. Egal. Haben wir die da eine Pumpgun eben in die Zone geschmissen. Ist nicht schlimm. Wenn sie bleiben. Oh, da rechts kommt was. Gut, da wird es jetzt auch weitergehen. Scheiße, ich hätte jetzt gerne geguckt, ob der noch eine Sani-Tasche dabei gehabt hätte. Hatte. Läuft einer. Oder vielleicht ein Heiltrank. Ein Schildtrank. Heiltrank. Da ist er über die Kuppe gelaufen, hat er gesehen. Wo war der? Wo war der Kill? Nein! Boah! Scheiße, wieder Schildtrank weg. Leute! Das hier für eine verrückte Runde. Boah, Mann, Alter. Willst du einen Kill abstauben, ey? Gerade zum Verhängnis fast geworden. Da oben ist noch eine Truhe. Oder sowas. Oder ist das nur Licht? Weiß es nicht. Da hat schon jemand gebaut. Das ganze Ding hat jemand gebaut, okay. Hat sich jemand. Richtiges Fort gebaut oder was? Lebt der noch? Ist der noch da? Ist mir eigentlich egal. Ich laufe, glaube ich, weiter. Nein, lauf hoch, Mann. Boah, Augen offen halten, ey. Die müssen jetzt auch kommen. Die können nicht dort sitzen bleiben. Das ist genau das Problem von mir. Ich wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin früher losgelaufen. Noch 11 Stück, ey. Da ist einer. Der hat natürlich einen Schildtrank. Scheiße, Leute. Ach, was für ein Pech. Guckt euch das an. Der hat noch. 5 Life. 5 Life, Mann. 5 Life. Oh, ich könnte kotzen. So eine geile Runde. Ja, das ist Battle Royale. Das ist auch Battle Royale. Ne? Man hat eben Pech. Ich hatte keinen Schildtrank mehr, weil der uns eher, ja, von hinten überrascht hat. Ansonsten hätten wir den kassiert. Schade. Aber okay. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Fortnite Battle Royale. Spooky Life at War. Bis dahin. Bye bye.